Weiter geht es mit einer weiteren Folge Chernobyl Liquidators. Wir haben noch eine letzte Aufgabe zu erledigen. Und welche das ist, werden wir, denke ich mal, jetzt im Gespräch mit unserem Kollegen erfahren. Also legen wir einfach direkt los. What happened while I was away? Nothing interesting. Maybe besides the fact that Pavlichenko was sent off. He was already in poor condition. But you better tell me what is the secret mission Tupin assigned you. I could tell you. But you wouldn't believe me anyway. Oh, cut the crap. Just tell me. Okay. But keep your mouth shut. Or they'll send me off to Lubyanka. Sure thing. Speak. That big antenna marked as the Pioneer camp on the maps. Do you remember? Sure. It's a radar. I think its role is to warn about the American attack. Well, listen. Tupin sent me to the radar unit to shoot it down. I mean, officially, it was already off, but, you know, only officially. And there was no one there to turn off the radar? That's where the problem was. Those who were supposed to operate it deserted. Only one left. But he freaked out completely. I think he must have had some kind of nervous breakdown. But why did he send you? Wasn't there someone more fitting? How should I know? I think he trusts me or something. Besides, he already has a file on me. He knows he can blackmail me using my family. Yeah, right. But how was it? Did you meet that lunatic? Kind of. The poor fellow wasn't alive when I found him. Probably his mental illness, exhaustion, radiation, everything piled up and his body couldn't stand it. Could have been like that. Did you turn off the radar? Yeah, but I had to really figure things out. The one who went mad set traps, hid parts of the mechanisms, built some riddles. I'm telling you, it was a farce. Nice. But there is more. It turned out the unit was taken over by the GRU. Tupin told me to avoid them at all costs. Something must have gone really wrong between the KGB and the military intelligence. Oh, dude, that's a really fucked up story. It was one of those moments when everything is so absurd that it seems unreal. You think you'll wake up soon? There have been many moments like this here. Those who worked on the liquidation are not laughing in the circus. True. I'm totally exhausted. Let me get myself together. Sure thing, don't worry about me. Okay, so wirklich erfahren, was wir jetzt machen sollen, haben wir, glaube ich, jetzt noch nicht, aber gut. Den Brief hatten wir uns schon von unserem Sohn, hatten wir uns schon in der letzten Folge durchgelesen. Ansonsten hat sich hier wahrscheinlich nichts zu Hause so wirklich geändert. Wir schauen hier gerade nochmal durch. Nö, im Koffer sind bestimmt auch wieder Dinge drin, aber gut, lassen wir jetzt gerade einfach alles mal hier. Wir starten einfach, würde ich sagen, direkt mal durch. Ich öffne wieder die Tür und dann erfahren wir ja, wie es weitergeht. Habe ich jetzt aus Versehen was weggeklickt oder ging das jetzt wirklich einfach so schnell? Sieht fast so aus. Das ist ja nicht so toll. Ich würde gerade noch mal ganz kurz die Aufnahmen pausieren. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ich will mal gucken, ob wir da gerade eine Zwischensequenz übersprungen haben. Ich glaube nämlich schon. Ich habe zwar eigentlich die Taste nicht gedrückt, aber oben sah so aus. Bis gleich. After several months of continuous struggle with radiation, it is finally time to close the sarcophagus that was meant to bury the remnants of the reactor. Nervous searches have begun. Research groups descended into the corridors of the fourth block to make an astonishing discovery. In many places, a strange substance was found, frozen like lava. It was suggested that this might have been a radioactive alloy of uranium and extinguishing materials used in the operation. The corium, as the substance was called, needs to be thoroughly examined. However, in order to do this, someone needs to take a sample. Without it, reaching the truth may be impossible. In order to obtain a sample with the appropriate parameters, one must reach the drip piece, which, due to its appearance and considerable mass, has been called the elephant's foot. Okay. So wie es aussieht, müssen wir zurück zum Atomkraftwerk.
Lieber Serjoscha, seit ich die Zone verlassen habe, kann ich nicht mehr aufhören, an dich zu denken. Die Abende, die wir in diesen Wochen zusammen verbracht haben, du hast mir so viel Freude bereitet. Ich denke immer wieder daran, dass wir uns, wenn das alles vorbei ist, in einem Café treffen, ins Kino gehen oder ins Theater gehen könnten, wie normale Menschen. Ich werde endlich deinen Fjetka kennenlernen. Aber jetzt muss ich dich erst einmal um einen weiteren Gefallen bitten. Es bricht mir das Herz, dass ich deine Gesundheit erneut riskieren muss. Aber ich habe keine andere Wahl. Wir suchen schon seit langem nach dem Kernbrennstoff, der aus dem Reaktor ausgelaufen ist. Er hat sich in eine seltsame Substanz verwandelt. Eine Mischung aus Uran, Sand, Blei und allen anderen, was zum Löschen des Feuers verwendet wurde. Wir nannten es Corium. Wir müssen in die unteren Etagen des Kraftwerks hinuntergehen und versuchen, eine Probe davon zu bekommen. Wir hoffen, dass dadurch viele Fragen geklärt werden, auf die wir noch keine Antwort kennen. Ich würde dich nicht darum bitten, ein solches Opfer zu bringen, aber ich weiß, dass ich es nicht allein tun kann. Du bist die Einzige, der ich vertrauen kann. Deine Nadja. Ist das wieder ein Übersetzungsfehler? Naja, kann schon sein. Gut, auf jeden Fall starten wir hier mal durch und suchen diese Substanz. Ich möchte nur gerade noch mal ganz kurz was nachschauen. Ich pausiere noch mal ganz kurz, bin gleich wieder da. So, bin wieder da. Alles klar, unser Funkgerät brummt. Haben wir das immer noch auf der Null? Nee, das hat sich alles jetzt wieder verändert. Das Funkgerät setze ich einfach wieder auf die Null. Die Bürste würde ich... Komm, wir gehen damit... Nee, wir machen das so. Das auf die 2. Das auf die 3. Unser Geigerzähler setzen wir wieder auf die 1. Wir haben unseren Feuerwehrschlauch wieder mit am Start und eine Schaufel. Brechstange. Die Bolzenschneider haben wir mit dabei und eine Gasmaske. Okay. Leider haben wir nichts dabei, um unsere Strahlung zu reduzieren. Ich bin mal gespannt, wie gut wir hier jetzt durchkommen. Gehen wir aber erstmal ans Funkgerät. Serjoscha? Serjoscha, can you hear me? Are you already on the plus 9? Yes, I am. I just entered some kind of warehouse, I think. Great. I will try to guide you step by step. I have plans for block 4, but I don't know what the corridors look like after the explosion. I expect some differences. The fourth block is already kinda different than its designers originally planned. Don't be joking, Serjoscha. This is a serious matter. I know. How's the communication? We've installed a signal booster. The quality will be poor probably, but under favorable conditions, we should be able to maintain a connection. Great. Where should I start? You need to activate the elevators that are on the other side of the golden corridor. So, we need to restore power to the elevator shafts. Yes. Look for a fuse box. You'll find it in the technical room by the stairs. I understand. Over and out. Alles klar. Also machen wir uns mal auf die Suche nach dem Sicherungskasten, damit die Aufzüge wieder funktionieren. Sieht fast so aus, als müssten wir da runterspringen. Was wir aber erstmal machen, ist das Funkgerät wieder deaktivieren. Da kommen wir wahrscheinlich sowieso. Können wir nichts machen, genau. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, außer hier runterzuspringen. Aua. Direkt mal wehgetan. Was ich auch so ein bisschen schade finde, was ich auch gerade nochmal nachgeschaut hatte, ist, dass man in den Zwischensequenzen keinen Untertitel hat. Die kamen mir auch ziemlich leise vor. Ich habe auch jetzt nochmal nach dem Ton geschaut, ob sich da irgendwas verändert hatte in den letzten Tagen. Aber nö, die sind noch genauso, oder der Ton ist noch genauso eingestellt wie vorher. Die Dialoge sind noch so laut wie vorher eingestellt. Ja, ist ein bisschen schade, aber gut. Was haben wir hier Schönes? Dann haben wir jetzt schon mal Schokolade und was zu trinken. Das ist schon mal gut. Ich suche gerade extra alles ab, damit wir die Strahlung ein bisschen runterdrücken könnten, falls wir verstrahlt werden. Aber wollen wir einfach mal hoffen, dass das nicht passiert. Okay, wir könnten hier rein. Ich habe aber auch gesehen, dass da hinten ein Luftschacht wäre, wo wir rein könnten. Wir befinden uns jetzt gerade hier an der Stelle. Wir sind hier rausgekommen, wenn ich jetzt das so richtig deute. Da stehen wir gerade. Okay. Bei der Treppe hat sie gemeint, oder? Sicherungskasten bei der Treppe. Soll ich gerade mal ehrlich sein? Ich sehe hier gerade keine Treppe. Aber gut, wir haben ja die Markierung hier. Gucken wir einfach mal, dass wir die Richtung laufen. Wir werden schon irgendwo rauskommen. Und wir müssen sowieso alles absuchen, weil ich hätte schon noch gerne ein bisschen mehr Ausrüstung gegen die Strahlung. Also ein bisschen mehr im Inventar dagegen.
Hier hätten wir auch wieder einen Luftschacht, wo wir rein könnten. Wollen wir da rein oder wollen wir uns erstmal umgucken? Ach, immer so schwierige Entscheidung. Umgucken. Direkt versuchen, den bestmöglichsten Weg zu finden. Inventar erstmal auffüllen. Ja, nein. Natürlich ist man besser aufgestellt. Hier ist auch wieder ein Luftschacht. Könnte auch sein, dass die Räume einfach miteinander verbunden sind. Was haben wir jetzt noch aufgenommen? Koffein. Ja, können wir ein bisschen schneller rennen. Ist okay. Besser als nix. Machen wir gerade die Tür hier nochmal auf. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite davon. Das ist natürlich jetzt noch gar nicht die Richtung, die wir gehen sollten. Ich gehe jetzt doch erstmal dann... Wow. Haben wir gerade ein bisschen Strom abbekommen? Putz. Ja, anscheinend. Das sieht jetzt gerade irgendwie aus wie so ein Horrorfilm, beziehungsweise so ein Horrorspiel so ein bisschen. Jetzt könnte da gleich irgendein Verrückter um die Ecke gesprungen kommen. Ups, ich wollte eigentlich gar nicht den Plan gerade haben. So, wir gehen gerade mal in Richtung der Markierung. So, das müsste der Sicherungskasten sein, oder? Ja. Hat die nicht gesagt, unter der Treppe? Unser Funkgerät. Nadia, the fuses are blown. Do you have any spares? Where the hell do you think I could get them from? What am I, an electrician? Nobody told me that they might be needed. All right, listen. According to the blueprints, there should be devices powered by electric motors on this level. Take the fuses from them. All right. I'll do it. Okay. Dann machen wir uns mal auf die Suche nach den Sicherungen. Leider sind die im Sicherungskasten durchgebrannt. Wir sollen jetzt also gucken, dass wir von den elektrischen Geräten hier die Sicherung bekommen. Packen wir gerade das Funkgerät nochmal weg. Okay. Das ist jetzt dort, wo wir eben schon waren. Hier hatten wir uns aber nicht weiter umgeschaut. Da haben wir noch was aufgesammelt. Dann nehmen wir hier mal die Sicherung raus, oder? So. Ich weiß nicht, wir brauchen wahrscheinlich dann 3 Stück, so wie es aussieht. Dann wieder giftige Wolken. Auch hier unten. Hier hat es auch gerade wieder gefunkt. Warum schwebe ich gerade in der Luft? Hilfe! Was war das jetzt? Keine Ahnung. Einfach mal kurz hier durchgeflogen. Ja, wir machen uns hier gleich mal den Weg richtig frei. Ich denke mal, wir müssen hier bestimmt noch öfters durchlaufen. Dann machen wir es doch gleich einfach so. Boden machen wir auch gleich sauber. Sind wir auf der sicheren Seite. Genau. So, dann ist die Wolke auch... Hä? Hä? Kann das sein, dass ich die hier gar nicht wegkriege? Naja, wir sind im Kraftwerk drinne. Also, kann schon sein, dass hier die eine oder andere Sache einfach wieder auftaucht. Ja, da unten ist gerade auch wieder ein Wölkchen aufgetaucht. Also, es hat wahrscheinlich gar keinen Sinn, wenn wir hier zu ordentlich schrubben. Genau, aber Bürste mal raus. Ich würde da ungern drüber laufen. Haben wir hier noch irgendwas Schönes rumliegen? Da liegt noch was. Okay, da haben wir den nächsten Kasten. Was ist alles für einen blöden Aufzug? Haben die keine Treppe? Blöd gefragt. Okay, wir können hier hinten auch noch hin. Gibt es hier was Schönes? Gibt es hier was geschenkt? Irgendwas zu essen? Schokolade? Wobei ich die verstrahlte Schokolade wahrscheinlich nicht so ganz bevorzugt essen würde. Oh, fuck. Those damn sparks. Ich rechne mal damit, ich soll hier noch nicht sein. Wenn er hier schon was sagt, ich denke mal, wir gehen lieber. Bevor ich jetzt wieder irgendwo hingehe, wo wir noch gar nicht sein sollten, machen wir es lieber so. Gut, da hinten ist noch was.
Licht sieht man es irgendwie besser, was man schon sauber gemacht hat und was nicht. Jo, schöner Kontrollraum. Falsch. Wir brauchen die Bürste. Gut, das haben wir weg. Licht wieder an. Weil wir eigentlich auch ohne Taschenlampe rumrennen könnten. Es ist eigentlich hell genug. Ich denke nur, dass YouTube das noch ein bisschen dunkler machen könnte. Das wäre dann natürlich ein bisschen doof. Deswegen laufen wir lieber mit Taschenlampe durch die Gegend. Okay, da hätten wir auch wieder einen Luftschacht. So, wir gehen aber jetzt erstmal zurück. Ihr bösen, verstrahlten Wölkchen, geht weg. So, genau, ich glaube, wir sind hier durchgegangen. Dann hier entlang an den Trümmern vorbei. Und dann waren wir hier hinten irgendwo, oder? Jawohl. Ah ja, genau, es sind drei Sicherungen, die fehlen. Gut, dann müsste jetzt theoretisch der Aufzug wieder funktionieren, oder? Nicht? Alright. Where the heck is that damn elevator? Ja, schade auch, dass das jetzt wieder nicht übersetzt war. Ich meine, ich hab's verstanden. Ja, er hat auch gesagt, wo zum Teufel ist quasi der verfluchte Aufzug. Aber gut. So, wir gehen mal hier entlang. Okay, das scheint aber falsch zu sein. Ups, ist die Tür da wieder zugegangen, direkt vor der Nase. Da komme ich ja nicht lang. Wir hatten doch hier, genau, hier die Möglichkeit lang zu gehen. Hier haben wir den Luftschacht. Da ist dann jetzt die verschlossene Tür, genau. Gut. Ja, sieht irgendwie ein bisschen zu aus, aber wahrscheinlich werden wir den auch erstmal rufen müssen. Es tut sich auf jeden Fall was, also wir warten einfach jetzt gerade mal kurz ab. Ja, jawohl. Okay, finde einen Weg zum nächsten Abschnitt. Wir sollen, wenn ich das richtig deute, Level plus 6. Ich kann gerade. Jetzt haben wir hier wieder einen Bug. Super. Genau, geht nochmal weg. Jetzt ist die Maus wieder da. Ich würde gern dorthin. Wird aber bestimmt nicht funktionieren, oder? Verstehe ich irgendwie nicht. Wir wählen den sechsten Stock aus, wenn wir im. Waren wir im siebten, dann sind wir jetzt eins runtergefallen, jetzt sind wir im sechsten, aber sollten wir nicht noch. Ach, egal. Oh! Ich weiß, du weißt schon, dass du da fast in der Strahlung stehst. Nur mal so kleine blöde Frage. Und hier ist alles versifft. Du hast wieder keine Schutzausrüstung an, geschweige denn Maske und und. So ist du hell, so ist du dunkel. Wir machen es mal dunkel. What does it look like up there? A lot of damage? No. Here and there, panels dropped from the ceiling and the lockers fell over. But the control room is untouched. This must do. I wonder what the situation is like here. What's the point of this at all? As a radiobiologist, I have to assess whether it's possible to stay here for an extended period of time. After all, the whole block 4 is supposed to be covered by the sarcophagus. Yes, but the authorities want to reinstate the third block. The 3 and 4 share common systems. Someone will have to maintain and repair them. It's absurd. The entire power plant should be shut down. I agree, but this is not the time or place for criticism of the party. You're right. So, are we parting ways again? Not for long. I'll collect data, you'll collect samples, and we'll meet outside. I wish it was that simple.
Schon verrückt, Block 3 fliegt in die, Block 4 fliegt in die Luft und Block 3 soll dann wieder in Betrieb genommen werden. Das ist irgendwie verrückt. Riesenkatastrophe, viele Menschen haben ihr Leben dadurch verloren und so weiter und so fort. Und dann, ja, Behörden sagen, nö, wir wollen wieder, dass Block 3 läuft. Ja, direkt nochmal ein paar Menschen dafür opfern und dann kann es weitergehen. Ist natürlich echt nicht so geil. So, was genau sollen wir jetzt machen? Finde einen Weg zum nächsten Abschnitt. Ja, das kriegen wir, denke ich, mal hin. Dafür putzen wir hier gerade einfach mal ein bisschen den ganzen Siff weg. Ich mache immer die Taschenlampe aus, wenn wir hier den Rotz auf dem Boden sehen. Ja, dann sieht man es einfach besser. Wir können auch gerade mal die Taschenlampe auslassen, dann sieht man es noch besser. Die magische Wunderbürste schrubbt alles weg, was verstrahlt ist. Außer den Fleck da. Dann machen wir hier weiter mit dem. So, keine Ahnung, den kriege ich hier gerade irgendwie nicht weg. Doch, jetzt musste mich einfach draufstellen, deswegen sind wir jetzt verstrahlt. Super, 30 Verstrahlung. Ja, nice. Zum Glück haben wir hier ein paar Dinge gefunden, die uns hier bei Verstrahlung ein bisschen helfen. Sonst sterben wir hier noch. Das wollen wir ja nicht. Jetzt sind wir noch 5 verstrahlt. Das ist okay, das können wir wegstecken. Das schaffen wir. Gesundheit 89. Brennt's da drin? Keine Ahnung, sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Kann ich da rein? Sieht sehr, sehr, sehr bedrohlich aus hier, dieser Gang. Ja, hier brennt's auch. Da hätten wir einen Hydranten, da könnte man Feuer löschen. Aber hier funkt's auch überall. Ich weiß nicht, ob ich da so gerne Feuer löschen würde. Unser Funkgerät. Nadia, we've got a problem. The passage on the level 6 plus is flooded with water. That's probably water from the cooling system. There is no time to localize the leak. Wait. Maybe I'll try to start the pumps. There should be switches in this section. 3. No, 4. 4 switches. Are you sure? Yes. We have a similar system in our block. The problem is that everything's on fire here. The electrical installation must have gotten damp. When we restored the power, everything went to hell. Can we put it out somehow? I'll check. The most important part is to get the pumps up and running. Jo. Dann schauen wir mal, ob wir die Pumpen wieder zum Laufen bekommen. Ja, hier brennt's, aber da könnte man notfalls sich vorbeischleichen, vielleicht an den Hydranten rangehen. Das sollte nicht so das Problem sein. Schau mal, können wir hier rein? Nö. Gibt's hier irgendwie noch einen Weg, irgendeine Möglichkeit? Da ist der Aufzug. Na gut, dann bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig, außer das Feuer zu löschen, weil hier komme ich ja nirgendwo rein. Dann nehmen wir uns gerade mal den Schlauch hier zur Hand. Taste 5. Ich renne mal hier vorbei, nicht, dass es mir zu heiß wird. Schließen wir an. Schön, dass wir jetzt doch nochmal Feuer löschen können. Ich habe ja schon fast mit gerechnet, das war noch am Anfang so. Aber hier geht es jetzt weiter. Ich mache mir nur so ein bisschen Gedanken über die Situation, weil es halt hier überall funkt. Da haben wir überall Stromleitungen offen liegen. Und da dann halt mit Wasser arbeiten, wenn es hier überall funkt, ist so eine Sache, die nicht so geil sein kann. Wie, das brennt angeblich noch. Und jetzt uns schon wieder verletzt. Wir haben uns schon wieder verletzt. Eieiei. Ja, da ist noch eine Flamme. Jetzt sehe ich. Da war noch eine ganz kleine Flamme. Ich hoffe mal, dass wir jetzt alles hier gelöscht haben. Kann aber auch sein, dass sich das ständig wieder entzündet wegen den Kabeln. Ups. Naja, gut. Ich würde mich jetzt gerade mal weiter umschauen. Hier drüben brennt es auch, okay.
Ist aber theoretisch die falsche Richtung. Normalerweise müsste man die andere Richtung. Wir löschen jetzt trotzdem hier das Feuer ab. Dann haben wir das schon mal abgelöscht und dann gehen wir nochmal die andere Richtung. Da war ja auch eine Tür. Da war ja auch eine Tür. Das ist so hell überstrahlt, dass ich hier gar nicht sehe, ob es noch brennt oder nicht. So, ich wollte jetzt nochmal hier schauen. Weil da ist ja die Tür. Da führt auch unser Weg eigentlich lang. Gehen wir erstmal dort entlang, bevor wir die andere Richtung gehen. Da werden wir wahrscheinlich früher oder später sowieso lang müssen. Deswegen schauen wir jetzt erstmal hier. So, aber es ist halt wirklich so ultra hell, dass ich kaum sehe, wo es eigentlich brennt und wo nicht. Da auf dem Boden habe ich gerade noch eine Bewegung wahrgenommen. Genau, da ist auf jeden Fall noch Feuer. So, ich glaube, jetzt sieht es da aber gut aus. Aber wenn wir schon hier in dem Raum drin sind, machen wir gleich mal hier weiter auf der Seite. So. Also wirklich gelöscht bekommen wir es gerade nicht. Ich hoffe mal, das ändert sich gleich. Aber selbst wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Hauptsache, unser Weg ist frei. Ja, ich habe das Gefühl, da tut sich an der Stelle irgendwie nichts. Nö. Hauptsache, wir haben hier den Weg uns frei gemacht. Wow, aber anscheinend ist es hier doch noch zu heiß und brennt. Was ist denn hier los? Ja, da sehe ich jetzt doch wieder eine kleine Flamme. Ey, das ist ja so fies. 73 von 100 haben wir jetzt. Gesundheit. Da ist aber noch eine kleine Flamme, die... Sag mal. So, irgendwann mal abgelöscht. So, jetzt sehe ich gerade nichts mehr. Also ist trotzdem anscheinend immer noch am Brennen. Ich weiß nicht, was da los ist, aber wir haben uns schon wieder verletzt. Ah, es kann doch gar nicht sein. Das ist... Jetzt ist es anscheinend aus. Jetzt. Brauchen wir da auch einfach vielleicht eine halbe Stunde nur, um das Feuer zu löschen? Oder wie ist es? Keine Ahnung. Also das hat ja jetzt wirklich unglaublich lange gebraucht, bis das gelöscht war. Aber hier drüben scheint es auch zu funktionieren. Man muss halt ganz schön lange draufhalten, bis es da irgendwie vorwärts geht. Das ist natürlich jetzt kacke, dass wir so verletzt sind. Wir haben eine Schokolade. Damit können wir uns ein bisschen behandeln mit Schokolade. Wir hätten auch Bandagen dabei. Dass dieser schwarze Balken so groß ist, gefällt mir gar nicht. Wir haben noch nie Bandagen benutzt. Machen wir jetzt gerade einfach mal. Das heißt aber für mich, dass hier das Feuer vor der Tür auch noch nicht gelöscht ist. Okay, ich denke mal, dieser schwarze Balken war wahrscheinlich die Verbrennung. Der Rest ist die normale Gesundheit. Dann ist das hier vorne ja bestimmt auch noch nicht gelöscht, weil da glüht es auch noch überall. Ich hätte aber schon gerne, dass das hier komplett gelöscht ist. Ja, da ist wieder eine kleine Flamme. Wenn es nicht komplett gelöscht ist, entzündet sich das halt anscheinend wieder. Ich möchte nicht nachher irgendwie im Gedanken drüber rennen. Und dann verbrenne ich mir wieder die Pfoten. Vielleicht kann man es auch gar nicht ablöschen, ich weiß es nicht. Da kommt halt jedes Mal wieder eine kleine Flamme hoch. Kann halt wirklich sein, durch das Stromkabel oder so, dass sich das deswegen entzündet. So, hier haben wir auf jeden Fall wieder ein schönes Feuerchen. Auch ein Benzinkanister, der da auf dem Boden rumliegt. Das ist natürlich sehr fragwürdig, warum liegt da ein Benzinkanister? Wollte man hier vielleicht irgendwelche Unterlagen vernichten? Man weiß es nicht so genau. Was haben wir hier Schönes? Keine Ahnung, wir haben wieder irgendwas aufgenommen. Mit Strahlung haben wir auch schon zu tun gehabt. Da haben wir auch schon 7 von 100. Das finde ich auch krass.
weil irgendwie das Gefühl, es tut sich stellenweise einfach gar nichts. So, das ist jetzt so ganz, ein ganz leichter Strahl, der prallt da einfach aber gerade ab. Aber der funktioniert bei der Entfernung anscheinend. Ich weiß es nicht. Dark Vines. Ich renn mal drüber. Ja, wieder die Pfoten verbrannt. Aber ich komme halt von der anderen Seite überhaupt nicht dran. Naja, geht noch. So, wir halten einfach mal drauf. Damit der Rückweg vielleicht frei wird. Ich weiß ja genau, wenn ich da dann später zurückrenne, verbrenne ich mir dermaßen wieder die Füße. Wenn es nicht hundertprozentig abgelöscht ist, aber ich krieg's halt nicht aus. Doch jetzt. Jetzt strahlt es nicht mehr so, jetzt haben wir es geschafft. Ja, ich hoffe, ihr habt alle ein bisschen Zeit zum Feuerlöschen. Es dauert ein bisschen, bis wir hier durch sind. Aber ich glaube, da hinten sehen wir schon den Stromkasten. Oh, das ging jetzt schnell. Das ging jetzt ordentlich schnell. Jetzt reicht aber die Schlauchreichweite nicht mehr. Jetzt komme ich da hinten nicht dran. Verdammt. Jetzt muss ich wieder zurückgehen. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Verdammt, jetzt habe ich unser Wässerchen leer getrunken. Wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich die 5 drücken, habe die 4 erwischt. Das ist natürlich doof. Jetzt haben wir kein Wasser mehr. Es muss doch löschen gehen. Na, egal. Wir haben es oft genug probiert. Ich tue den Schlauch hier gerade mal abmachen und dann können wir weiterlaufen zum Sicherungskasten. Das ging ja jetzt gerade nicht so wirklich, weil die Schlauchreichweite ist ja begrenzt. So, knacken wir gerade mal auf. Zack, Schloss ist weg und dann können wir hier die Pumpen hoffentlich aktivieren. So, das war wahrscheinlich Nummer 1. Wo muss ich denn jetzt dahin? Das ist ja wieder ein Stockwerk weiter oben. Ja. Oh, das ist da oben. Those damn sparks. Ja, diese blöden Funken. Du sagst es. Ja, mit dem Geigerzähler kann ich da wahrscheinlich jetzt schlecht Feuer löschen. Okay, wir hatten es auf der Taste 5. So. Ja, schön. Hier ist wahrscheinlich Öl ausgelaufen oder so, wie es aussieht. Jetzt noch mit Wasser löschen. Wunderbar. Wird sich auch überhaupt nicht schnell wieder entzünden. Wenn es hier so schön über meinem Kopf brutzelt. Schön mit Wasser dran halten. Wir hätten wahrscheinlich jetzt schon so einen Schlag gekriegt. So, nochmal Vollgas. Eine kleine Flamme da hinten will nicht. Ich habe jetzt nur wieder so ein bisschen Bedenken, wenn ich da jetzt drüber renne und es hier noch so hell aussieht an der Stelle, dass ich mir gleich wieder die Füße verbrenne. Ich renne mal. So, aber wir kommen hier, so wie es aussieht, nicht hoch. Super. Dann war das schon mal die falsche Richtung. Ja, jetzt haben wir wegen der Hitze wieder was abbekommen. Super. Na gut. Löschen wir das da hinten mal ab. Gucken wir mal, ob wir da die Richtung irgendwie durchkommen. Wir müssen ja da oben hin. Ja, kann sein, dass wir durch den Luftschacht durch müssen oder hier irgendwie durch. Naja, sehen wir dann. Sehen wir dann. Genau, erstmal Feuer löschen. So, ich glaube, das ist gelöscht. Hier bei dem bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Das sieht noch so ziemlich hell aus, aber... Das hier müsste auf jeden Fall gelöscht sein, da ist nämlich dunkel.
Wo führt dieser Weg hin? Ach du Kacke, das ist ja richtig lang. Das ist ein richtig langer Luftschacht. Wir gucken erstmal hier in dem Raum. Ja, ob wir irgendwie nach oben kommen. So, das hatten wir jetzt auch schnell abgelöscht. Hier geht es jetzt nicht weiter, okay. Ist da vorne? Ah! Ich sehe was, was ihr nicht seht. Ihr habt es bestimmt schon 10-mal gesehen. Na gut, machen wir den Schlauch gerade ab. Dann können wir hier nach oben jumpen. Ja, das brennt da unten immer noch. Jetzt haben wir eine Stelle übersprungen und springen direkt die nächste hoch, weil es da gerade nicht ging. Gut. Ja, Feuer löschen ist nicht so geil, wenn man da drüber laufen muss, weil es eigentlich nicht brennt, aber irgendwie doch wieder brennt. Und weil es brennt, obwohl es eigentlich nicht brennt, kriegen wir Schaden. Nicht so optimal. Da müssen wir halt gleich jetzt wieder drüber und dann haben wir noch mehr Aua. Naja. Gut, ich würde sagen, wir verbrennen uns in der nächsten Folge weiterhin die Füße. Das sieht echt nicht gut aus. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Gerne auch den Kanal abonnieren, gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Genau, wird dem Kanal auf jeden Fall sehr weiterhelfen und dir natürlich auch Vorteile verschaffen. So ist es. Jawohl. Ja, falls ihr auf der Suche seid nach diesem Spiel hier oder auch nach anderen Spielen oder auch für Spiele für Konsole und so weiter, könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung reinschauen. Dort findet ihr einen Affiliate-Link. Zu Instant Gaming führt, da könnt ihr euch günstige und legale Spiele kaufen. Wenn ihr das über den Link macht, unterstützt ihr auch gleichzeitig den Kanal. Für euch kosten die Spiele trotzdem nicht mehr. Genau, dann vielen Dank für die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann, euer Tommy. Tschüss!